Hallo, heute geht es weiter. Im letzten Tutorial hatten wir ja mal so ein Bild eingefügt, also eine PNG mit transparentem Hintergrund. Und auf diesem Video würde ich jetzt mal drauf aufbauen, weitermachen und diesen Ball, wie wir das ja schon mal hatten, mit einer Form ganz einfach gegen die Wände im Prinzip prallen lassen und einfach den Ball mal sich bewegen lassen, dass er eben hier sich selbstständig bewegt. Im Prinzip muss da nicht allzu viel da hinzugeschrieben werden. Alles das, was hier oben ist, also vor der Schleife an und für sich, das können wir so lassen. Das Einzige, was wir vor der Schleife noch hinzufügen müssen, sind ganz einfach die Ballposition. Das heißt, Ballposition x ist gleich irgendetwas, ist ja völlig egal, wo das dann losgeht. Machen wir mal 30 und 30, wie gesagt, da kommt es ja nicht drauf an, das ändert sich ja dann eh mit der Bewegung. Gleich nochmal, den Code werde ich natürlich wieder in die Beschreibung schreiben, dass auch die, die das letzte Mal nicht mitgemacht haben, hier gleich mitmachen können. So, das heißt, wir haben gesagt, Startposition x und y 30, 30, also ist eigentlich völlig egal, weil sich dabei eh bewegt. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Bewegung in x-Richtung, ist gleich, ich weiß nicht, 3 oder so. In Y-Richtung ist gleich 3. Ja, und jetzt kommt im Prinzip schon die Schleife. Und jetzt müssen wir natürlich die Variablen, die wir hier oben als Ballposition und als Bewegung definiert haben, hier nach unten umsetzen in dem Sinne. Hier ist noch das Transform drin, also die Ballgröße. Hier ist dann die Position, wo wir eben unser Bild im Prinzip dann einfügen. Und hier müssen wir dann im Prinzip Ballposition X und Y einfügen. Da dort ja, wo wir im Prinzip dann unser Bild platzieren, ganz einfach die aktuelle Position immer ist. Das heißt, das schreiben wir jetzt mal hier rein. Es müsste auch schon kommen, genau bei Position X und hier nochmal die bei Position Y, je nachdem, wie ihr eben hier eure Positionswerte benannt habt. Das ist ja euch frei überlassen. Und jetzt müssen wir natürlich noch sagen, dass ihr das alles auch bewegen soll. Das heißt, wir machen wieder die bei Position X. Plus ist gleich, das heißt also Ballposition x ist gleich Ballposition x plus ein Wert. Ihr könnt jetzt auch den Wert hinschreiben, aber wir haben ja hier die Bewegung definiert, damit wir hier oben schnell eingreifen können. Das heißt, wir machen einfach hier mal Bewegung x und das gleiche dann nochmal für y, wie gesagt. Einfach nochmal kopieren und einfügen. So. Mehr ist es in dem Sinne eigentlich fast nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier die Ballposition definiert und aber hinten rangehängt. Plus ist gleich, das heißt, plus diese Bewegung 3, je nachdem, was ihr eben haben wollt. Jetzt können wir das schon mal ausprobieren. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Okay. Der Ball verschwindet also. Und warum? Das wisst ihr sicherlich schon, weil wir keine Grenzen festgelegt haben. Im Prinzip haben wir das ja schon gehabt, wo wir die Formen, also wo wir uns selber einen Ball geformt haben mit Kreis, also mit Ellipse. Und das schreiben wir jetzt eben nochmal neu. Ich schreibe es einfach nochmal ab, mehr oder weniger. Das heißt, if Ballposition x ist größer als Klammer auf, Screenbreite könnten wir jetzt nehmen. Oder ihr nehmt einfach den Wert, wie groß euer Screen ist. Und hier, das waren ja die x-Wert 1200 und y-700. Und da ich das oben nicht nochmal definiert habe, einzelnen die Screenbreite, müssen wir hier die Werte einfach mal so reinschreiben. Das heißt, wenn die Ballposition x größer ist als x, 1200, also rechts, wo der Rand vorbei ist, oder Ballposition x, und jetzt müssen wir den linken Rand noch begrenzen, ist kleiner als 0. Doppelpunkt ist ja nach einer If-Anweisung immer Bewegung x. Das heißt, die Bewegung x soll sich umkehren. Und das hatten wir das letzte Mal schon gemacht. Ist gleich Bewegung x mal minus 1. Das heißt also, wir sagen einfach, wenn die Ballposition des Balls größer ist als 1200, also am rechten Bildschirmrand, oder Ballposition x ist kleiner als 0, also am linken Bildschirmrand. Hier habt ihr ja 1200, das ist der rechte Bildschirmrand. Der linke Bildschirmrand ist logischerweise 0, weil da geht er immer bei 0 los. Dann soll sich die Bewegung x hier von plus 3 in minus 3 umwandeln, also einfach
umkehren. Das heißt also, es kehrt sich ganz einfach um. Ist ja mehr oder weniger einfach nur Mathe, was wir ja machen. Das ist ja. Und jetzt schauen wir mal, ach, fällt es natürlich ausgerechnet Richtung Y. Ich kopiere es einfach mal und das können wir ja einfach machen. Dann machen wir die Y-Werte gleich noch. Und hier dann natürlich einfach das gleiche für Y. Außer dass wir dann hier natürlich sagen, ist größer als 700, da ja das Fenster 700 hoch ist, was wir ja hier definiert haben. Oder wenn die Ballposition ist kleiner als 0 in Y, dann wird die Bewegung Y auch umgetauscht mit mal minus 1. Und das haben wir ja früher in der Schule schon gelernt. Ein positiver Wert mal einen negativen Wert ist eben ein negativer Wert. Das heißt, ganz einfach, die Bewegung wird umgetauscht. Und jetzt schauen wir mal, ob es soweit funktioniert oder ob ich irgendwo was vergessen habe. Jetzt sehen wir es also. Es ist jetzt natürlich so, dass der Wert an und für sich genau auf 0 bzw. auf 1200 gelegt ist. Das heißt also, ihr könntet hier im Prinzip bei diesem Wert noch minus die Ballgröße rechnen, dass eben nicht der gesamte Umfang ganz einfach drüber fällt, sondern dass er schon mit dem äußeren Riss, sage ich mal, schon an die Kante ranstößt. Was ich gerade noch sehe, ich habe hier einen Schreibfehler. Y ist das natürlich, da hier ja natürlich der vertikale Wert ist. Und jetzt müsste der Ball auch oben wieder zurückkommen. Da ist er gerade oben verschwunden. So. Jetzt ist also, wie gesagt, die Position über 1200. Das heißt, die Bewegung kehrt sich um. Und hier oben wäre sie dann unter 0 und kehrt sich eben auch um. Und eigentlich, ja, eine ganz logische Angelegenheit. Also eigentlich wirklich nur die paar Zeilen, die wir hier neu gemacht haben und hier. Und mehr ist es eigentlich nicht. So. Weiter würde ich es jetzt gar nicht in die Länge ziehen. Wie gesagt, der Code steht in der Beschreibung und ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren.